Die Varroamilbe ist der mit Abstand wichtigste Schädling unserer Honigbiene. Sie ist in jedem Bienenvolk zu finden und vermehrt sich dort in der verdeckelten Brut. In der Drohnenbrut stärker als in der Arbeiterinnenbrut. Während der Brutperiode von März bis Oktober verdoppelt oder verdreifacht sich der Varroa-Befall eines Bienenvolkes jeden Monat. Aus 100 Milben Anfang März können weit über 10.000 Milben im Oktober werden. Dabei wächst die Varroa-Population im Frühjahr langsamer als Brutumfang und Bienenzahl zunehmen. Der relative Befallsgrad von Brut und Bienen steigt erst im Spätsommer steil an, wenn das Brutnest zu schrumpfen beginnt. Außerdem wird im Juli die Aufzucht von Drohnen reduziert oder sogar eingestellt. Dann kommt es immer häufiger vor, dass mehr als eine Muttermilbe in eine verdeckungsreife Arbeiterinnenbrutzelle eindringt. Aus so stark befallener Brut können nur kranke Bienen schlüpfen. Der kritische Zeitraum ist der Spätsommer und Herbst, wenn die Winterbienen aufgezogen werden. Sie können nur gesund zur Welt kommen und lange leben, sie sollen länger leben als ein Winter dauert, wenn sie im Brutstadium vor übermäßig starkem Varroa-Befall geschützt werden. Wer im Frühwinter eine hochwirksame Restentmilbung durchgeführt hat und außerdem im Frühjahr und Frühsommer die Drohnenbrut als Varroa-Falle genutzt hat und seine im Mai gebildeten Brutableger 3 Wochen nach ihrer Bildung im brutfreien Zustand mit Milchsäure behandelt hat, dessen Alt- und Jungvölker leiden im Spätsommer nicht unter einem starken Varroa-Befall. Allzu häufig wird die Restentmilbung nicht gründlich durchgeführt. Allzu häufig wird während der Schwarmzeit die Drohnenbrut nicht als Varroa-Falle genutzt. Und allzu häufig werden Ableger nicht im brutfreien Zustand gegen die Varroa-Milbe behandelt. Besonders dann ist im Spätsommer Gefahr im Verzug. Die Überwachung des Varroa-Befalls in den Bienenvölkern gehört zu einem zeitgemäßen Imkern. Wer beobachtet, weiß Bescheid und ist vor Überraschungen geschützt. Auskunft über den Varroa-Befall gibt die Gemülldiagnose, mit der natürliche Milbenfall zur Abschätzung des Befallsgrades erfasst wird. Der natürliche Milbenfall entsteht hauptsächlich dann, wenn befallene Brut schlüpft. Die Gemülldiagnose wird auch zur Kontrolle des Behandlungserfolges eingesetzt. Die Völker sitzen über einem Gitterboden, in den, ohne Störung des Volkes, von hinten eine Schublade als Windel eingeschoben werden kann. Die Windel ist weiß und hat einen Rand. Zum Auffangen des Gemülls bzw. des natürlichen Milbenabfalls wird sie in der Regel für 3 Tage eingeschoben. Kurze Einschubzeiten erleichtern es auch, die Milben im Gemüll zu erkennen. Hilfreich ist dabei auch eine Kopflupe.
Außerdem wird ein Spachtel zum Reinigen benötigt und Papier und Bleistift zum Aufschreiben. Bei Dauereinlage der Windel kann es durchaus vorkommen, dass Ameisen und Ohrwürmer das Gemüll als Nahrungsquelle nutzen und auch Milben wegtragen. Deshalb sollte man die Windel nur wenige Tage und nicht ständig unter dem Volk eingeschoben lassen und nach dem Auszählen der Milben immer wieder gründlich reinigen. Mit dem Bleistift werden auf der Windel Linien gezogen, die das Suchen und Zählen der gefallenen Milben erleichtern. Es werden alle Milben gezählt, die für die Varroa-Milbe typisch breit-ovale Form haben, die dunklen und die hellen oder helleren Milben. Wenn nur dunkle Milben gefallen sind, dann könnte es sein, dass das betreffende Volk keine Brut hat. Die Anzahl der gefundenen Milben wird durch die Anzahl der Tage geteilt, die die Windel eingeschoben war. Mit dem so errechneten Wert Anzahl Milben pro Tag kann abgeschätzt werden, wie viele Milben ein Bienenvolk hat. Der Umrechnungsfaktor liegt zwischen 100 und 500. Er ist abhängig von dem Brutumfang des Volkes und von seinem Befallsgrad. In brutfreien Völkern im Winter rechnet man mit dem Faktor 500. Das heißt, bei einem natürlichen Milbenfall von durchschnittlich einer Milbe pro Tag sind etwa 500 Milben im Volk. Das ist auch die Schadensschwelle für den Winter. Im Sommer und Herbst, wenn die Völker brüten, liegt der Umrechnungsfaktor zwischen 100 bei sehr stark befallenen Völkern mit einem natürlichen Milbenfall von über 100 Milben pro Tag und 300 bei schwach befallenen Völkern mit einem natürlichen Milbenfall von durchschnittlich einer Milbe pro Tag. Die Schadensschwelle liegt im Sommer mit 100 Milben pro Tag deutlich höher als die im Herbst mit 10 Milben pro Tag und die im Winter mit einer Milbe pro Tag. Die sehr hohe Empfindlichkeit des Bienenvolkes für Varroa-Befall im Herbst ist mit ein Grund, warum immer wieder Völker im Spätherbst oder Winter sterben, obwohl sie im Sommer gegen die Varroa-Milbe behandelt worden sind. Es kommt nicht darauf an, wie viele Milben während oder nach einer Behandlung fallen, es kommt darauf an, wie viele Milben die Behandlung überleben und sich weiter vermehren.